Moin moin, ihr Zersprenger der Ketten. Herzlich willkommen zurück zu God of War. Und wir tun jetzt genau das, nämlich die Ketten zersprengen. Okay. Pass auf! Gegner voraus! Aua. Na, das läuft ja, ey. Okay. Mein Gott, was soll ich denn machen? Oh, renn ins Feuer, genau, renn ins Feuer. Es waren die ganze Zeit nur zwei, du Trottel. So, jetzt ist noch einer. Bisschen Heilung fallen lassen wäre ja auch mal ganz geil gewesen. Da wurde er gegrillt. Unsere Gegner sind stark. Oh, da kommt noch mehr. Was sind sie denn? Ach, da hinten stehen sie. Na gut, lass sie da stehen. Kein Ding. Ich will da eh nicht wieder durch. Kein Problem. Brokkoli macht das gerade. Das ist super. Kein Problem. Also, ich muss da jetzt trotzdem wieder durch, sagst du? Das ist aber kacke. Ich komme doch von da, verdammt. Mein Gott.
Oh, nerv! Ah, verdammt nochmal, wo soll ich denn lang? Boah! Was machst du denn? Wirf sie doch zu ihm rüber! Das ist der letzte! Oh, jetzt kommt wieder so ein Dicker, wa? Na sicher! Ich jetzt wirklich hier wieder zurück oder was? Ja, ich muss jetzt in diese andere Tür, ne, mit diesen Sägeblättern da. Das war natürlich auch nicht so geil da. Oh mein Gott, ey. Ist das denn jetzt der richtige Weg? Hier lang? Ich glaube schon, ne? Da lang, sagst du. Ich dachte, von da sind wir gekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von hier gekommen sind. Natürlich sind wir von da gekommen. Also müssen wir doch hier lang. Das wird übel. Atreus, folge mir. Bin gleich da. So, jetzt müssen wir nämlich hier durch. Ah, das war richtig kacke jetzt hier. Oh, also das gerade habe ich ja noch durch Glück irgendwie hingekriegt, aber das hier jetzt... Na, schauen wir mal. Oh, das geht doch schon hier. Zack. Das ist so. Easy peasy. So. Da gibt's Heilung. Her damit. Also, da gibt's so ein Windding. Und das muss da irgendwie rein wahrscheinlich. Wie ging denn das nochmal jetzt hier? Ach
Du Scheiße. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Okay, also damit schmeiße ich das Ding an. Bringt mich ja dann auch nicht nach vorne, ne? Vielleicht, wenn es oben ist. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun will. Rätsel nicht. So, jetzt muss ich schnell sein. Einfach laufen. Ja. Geh mal laufen. Und wahrscheinlich wieder alles von vorne. Ach Mann, ey, was eine Scheiße. Nein, krieg dich ein. Wie ging's denn jetzt? Ne, da oben ist, müsste ich machen. Ach, treff ihn doch. So, und dann noch hier. Ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. Laufen hat ja nicht so ganz funktioniert, ne? Ich glaube, das kannst du haben. Ach Mann. Wie soll ich denn da durchkommen? Oh, geht doch. Wir sind jetzt so nah dran. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar.
Ich mag Rätsel nicht, ehrlich. Ist ein Teil von der Sprachschiffe. Gut. Also, da ist die Kette. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Ja. Nein. Die warten nur auf uns. So, ganz viel Heilung. Das heißt, hier wird gleich ganz viel gekämpft. Na dann. War eigentlich von den Kämpfen bislang der einfachste hier. Okay. Ist es denn dann jetzt auch vorbei? Das ist die andere Frage. Ich höre immer noch so fiese Kampfmusik. Also, ich glaube, wir sind hier fertig. Das heißt, ich muss jetzt wirklich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ah, das kann nicht wahr sein. Warum gibt es da keine Abkürzung? Na gut, nutzt ja nichts, ne? Nein. Da geht die Zeit um. Gut funktioniert. Da geht's. Ein Feuerwerk für die Sinne. Ja!
nicht so weit. Junge. Ja, Vater? Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Sagen Sie doch nicht mehr, den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. So, hier kommen wir jetzt ganz easy peasy durch. Super. Läuft. Also, Tempel kippen. Komm, ab dafür. Lass es uns tun. Wie tue ich es? Tue ich es hier? Nein. Doch. Ich weiß, was ich versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denk dran. Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Nach Eintracht Frankfurt? Was soll ich da denn? Okay, dokay. Also, dann geht's ja hier quasi weiter, ne? Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will nur helfen. Sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Lass uns das tun. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Tyrs mysteriöses Objekt mitnehmen. Das ist unsere Aufgabe. Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. So, das hier ist wahrscheinlich das mysteriöse Objekt. Aber bevor wir das jetzt mitnehmen, mache ich erstmal wieder Feierabend. Und im nächsten Teil werden wir es angrabbeln. Also, danke fürs Zuschauen und adios, Koloss.